Ja, so, also neuer Tag, neues Glück. Wir gucken jetzt mal weiter. Ich bin hier wieder heroben. Früher, wir waren ja zuletzt. Da unten, hör mal, Chunkfehler sehe ich gerade. Da unten ist ja soweit nichts gewesen. Da war nur jede Menge Zimmer mit Sachen drin. Da werden wir dann später erkunden gehen nochmal. Ich war in der Zwischenzeit mit unseren schönen Sklaven nochmal ein bisschen meinen und in unserer Mine. Da war ich unterwegs, habe ein bisschen gemeint, das habe ich alles unten gelassen, habe ich unten Kisten gebaut. Und dann gucken wir mal, hier ist uns natürlich der Strom ausgegangen, weil das Windrad oben ja nicht so lange gehalten hat, sondern ja nur 2 Stunden, was natürlich doof war. Egal, ich habe hier mal ein neues Windrad schnell hingebaut, unseren Gummi geholt, den wir gestern noch gefarmt haben. Und hier haben wir schon einige Rohstoffe durchgeschmolzen. So, der Hopper. Ich habe auch einen neuen Mod drauf gemacht, diesen Tiny Chest Mod. Da gibt es auch neue Hopper. Hier sehen wir schon 1000 neue Hopper haben wir hier. Die können alle was anderes. Beziehungsweise ihr seht unten, es ist ein schneller Hopper. Dann kann die Items von der Rückseite rausnehmen. Schneller von der Rückseite und halt die Slots anzahlen. Wenn man hier mal auf einen klickt, sieht man. Man hat hier Wooden Gears, braucht man dafür, und einen Basic Hopper zum Beispiel. Mal schauen, wie der Basic Hopper geht, einfach. Ja, auch mal, ne? Basic Hopper, wie gehst du? Gehen wir mal auf den ersten, da ist er. Man braucht einen Basic Tiny Chest, Eisen, Stone Gear und das macht man wieder aus Wooden Gear, Tiny Chest. Hier, also es ist schon, sagen mal, ein bisschen kompliziert zu quälen dafür, dass es nur ein Hopper ist, aber werden die auch brauchen. Der Vorteil ist, man sieht hier, die haben bis zu 9 Slots. Hier unten sieht man es, wenn man mal genau schaut, hier Advanced Tiny Hopper 9 Slots. Wenn wir vergleichen, unserer hier oben hat nur 2, 4, 5 Slots, der hat 9 Slots, also viel 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 größer. Die werden wir dann später brauchen, wenn wir unsere Fabrik bauen. Jetzt brauchen wir sie noch nicht. Ich habe die Mod nochmal raufgetan. Der ist ja noch in der Beta-Phase. Da ändert sich ja immer wieder was. So, egal. Was müssen wir jetzt machen? Wir können jetzt mal runtergehen, die Sachen holen. Oder nee, nee, wir machen was anderes. Wie schaut es mit unserem Essen aus? Brot. Ja, wir gehen noch ein bisschen Brot holen da. Damit wir dann auch noch ein bisschen zu fressen haben. Ah, da bin ich runtergesprungen, ne? Haha. Da war ich dumm. Oh, okay, dumm bin ich immer, also ist egal. So. Da könnten wir uns auch mal irgendein jemand einstellen, der für uns da farmt. Das wäre ja was. Ich weiß nicht, ob unsere Sklaven da auch farmen können. Das wär's. Dann hätten die was zu tun und würden nicht da hier blöd rumstehen. Haben wir so meine Brot müssen wir eigentlich jeder haben, ja. Lass aber ein bisschen da, falls wir sterben, dann haben wir noch ein bisschen auf Lager. Apropos Lager, da müssen wir uns jetzt auch mal darum kümmern, das ist ja katastrophal, was wir hier haben, wie man sieht. Problem bei der Sache wird das sein, wir müssen ab in den Neta, denn ohne Neta-Quatsch kein Lager. Und ohne hier direkt kein Netherportal. Wir haben 6 Obsidian, das heißt, wir brauchen Lava und Wasserzellen. Ne, wir machen das anders. Ich nehme mal trotzdem Zellen mit, sicher ist sicher. Zinn. Aber es geht ja auch anders. Ja, jetzt erklär mir du, dass jetzt keine Zellen so gehen, oder? Ah, wie gingen denn die Zellen schon wieder? Die Zellen da. Was ist hier los? Ja, im Mittelform, das ist mir klar. Da. Freezing. Was soll denn der Kack jetzt? Ich bin ja begeistert, dass ich keine Zellen mehr bauen kann, oder was? So. Jetzt wird's aber bald, ne?
normal. Empty Zellen. Hier haben wir kein Rezept, hier haben wir Lava, das da ist nicht so. Das Rezept ist aus so einer Zelle so eine, das brauchen wir nicht. Aus so eine brauchen wir auch nicht. Metallformer geht's. Ich werde aber jetzt nicht ein Metallformer bauen, um Zellen zu machen, oder was? Wie machen wir die Zelle? Da gibt auch kein Rezept dazu. Ah, aus Industrial Zellen kann man die machen. Ob das so gewollt ist, ist eine andere Frage. Bin mir da ja nicht so sicher, ob das wirklich so die Rezepte stimmen, aber wenn die das meinen. Guck mal, was kostet der Metallformer? Er braucht 10 EU-Produkte. Schaltkreis kriegen wir hin, das kriegen wir auch hin. Coolbox, Bronze, ja, mit einem neuen Hammer. Nur für die Cans. Nee, jetzt nicht. Wir gucken mal, wir müssen schnell in den Nether, da bringt nichts. Da können wir uns sowas nicht leisten, die Zeit. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Was wir noch brauchen, ist natürlich ein anderes Haus. Das hier mit der Burg, das geht auf gar keinen Fall. Wir haben da viel, viel, viel zu wenig Platz. Das heißt, wir würden uns irgendwo ein Häuschen hinzimmern. Entweder wir bauen uns so ein bisschen den Berg rein hier, das... Der Berg hier schaut mir gut aus. Da hinten haben wir Wald, damit wir auch mal hin, damit unsere Sklaven was zu tun haben. Aber vorerst müssen wir mal in die Mine. Wir haben ja unten jede Menge Obsidian noch. Das werden unsere Freunde hier schön abfarmen. Dafür sind sie ja da. Ich muss sie, glaube ich, wieder erst beschwören. Die sind, glaube ich, schon wieder abgehauen. Die sterben mit der Zeit oder die spawnen sozusagen. Wenn es mich nicht täuscht. Da werden wir uns auch mal was überlegen, dass wir hier einen anderen Abgang machen. Was? Ich bin hier. Kann ich. Hä? Okay. Flieg runter und ich nehme keinen Schaden. Gut. So, hier haben wir zum Beispiel Obsidian. Da werden wir dann gleich mal 2, 3, 4. Da müssen wir uns essen, bevor wir dann sterben. Ich glaube 5 sind es, oder? Waren es halt. 2, 4, 6 ist jetzt. Na okay. Dann sollten es halt 6 sein. Gestern waren es noch 5, heute sind es 6. Gut zu wissen. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch mehr sind. Dann was haben wir mit den ganzen. So, dann klicken wir die alle. Ich kann hier mal kurz zeigen. Die Chest ist fast voll. Hier haben wir ein paar Rohstoffe. Hier haben wir noch Diamanten drin. Hier haben wir eine Rohstoffe. Das waren, die haben hier dann noch ein bisschen gemeint, haben ein bisschen Strip Mining noch gemacht. Damit wir noch ein paar Rohstoffe haben und wie gesagt, das mache ich ja offline. Strip Mining. Und zwar du meinst. Hier? Einer? Wehe, du baust. Ich wollte gerade sagen, wehe, du baust die Kisten ab. Jetzt baut er alle Kisten ab. Ist der verrückt oder was? Das ist ein Trottel, ey. Ach Gott, es gibt Idioten auf dieser Welt, ihr seht es, ne? Ich habe ihn extra hinten hingepickt, damit, weil ich mir gedacht habe, dann wird er das nicht machen. Aber es ist ein Trottel, einfach Trottel. Baut er alle Kisten ab. Das heißt, wir haben zu wenig Platz wahrscheinlich jetzt. Tun wir mal nur die Rohstoffe hier rein. So. Das ganze Cobblestone können wir dann. Ah ne, hier haben wir auch gut. Da machen wir uns noch welche Kisten. Das heißt, passt ja auf, wenn ihr hier irgendein eine Arbeit gibt. Dann macht euch alles zunichte. Ihr habt's gesehen. So. Zack, zack. Gut, dann können wir da alles reinhauen. Ich dachte, das geht, wenn ich den da hinten hin platziere, dann macht er das ordentlich, aber nee, der ist zu dumm dafür, ey. Zu dumm für die Welt, der Typ. So, geh mal her, den ganzen Kack da. Ja, super, jetzt kann ich das nicht aufmachen. So. Ja, mal Indoor Cobblestone. Aber dennoch, das sind schöne Rohstoffe. Weil auch Cobblestone werden wir genügend brauchen, wenn wir dann das Haus bauen und so.
So, jetzt ist die Frage, der hat hier zwei Kisten zerstört. Das ist meine Frage, was ist, wenn ich den nächsten hier einstelle? So, Freunde, komm mal her hin. Komm zurück. Gib mir deine Rohstoffe mal. Nee, ich hatte eh keiner was, oder? Nee. Aber da auch noch hier, Obsidian, ja, da haben Obsidian. Dann soll der nächste hier hingehen. Da. Komm her da. Gib mir deine Rohstoffe, du. Saftzack. 6. Und ich glaube, 6 hatten wir hier, ne? Ja, es sind 12. Wir brauchen ja gar nicht so viel, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. 10, glaube ich, für ein Portal. Dennoch will ich aber hier gleich nochmal einen Rundgang machen. Und zwar M, da kommt einer, der meint hier rein. M, wir meinen hier rein einer. Komm, macht. Und dann werden wir hier in die Richtung noch zwei schicken, damit die hier noch ein bisschen Obsidian rausholen. Strip mine hier. Haben wir eine dritte Partie auch noch? Ja, dritten auch noch. Strip mine hier. So, es kostet uns wieder Hunger, weil wir die sozusagen auch Essen geben müssen oder so. Keine Ahnung, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Auf alle Fälle kostet jeder Auftrag Essen. Ja. Ja, passt. So, und du, Freundin, was willst du machen? Es weiß kein Schwein, was du machen willst. Auf alle Fälle nichts zerstören. Ich würde dich ja gern hier entlang schicken, aber ich bin mir sicher, dass du wieder auf die andere Kiste zerstörst. Wo ich dich hinschicken könnte, wäre. Kannst hier hinten mal hingehen. Nein, nicht ihr alle, ihr. Ah, jetzt gehen alle dorthin, oder was? Ja, danke, ihr Trottel, ey. Es gibt dumme Leute auf dieser Welt, sorry, aber ist so. Obsidian. So. Zack. Alle leer hier. Ja. Du auch leer, passt. So, dann klickt ihr euch mal alle hier auf die Kiste, ne? Die gehört euch. Und jetzt holt ihr wieder hinten die Kohle raus. Das hier raus. Was ist denn das? Nee, das brauchen wir nicht. Mal ein genug, Janku, schöne Rohstoffe. Das da oben holt ihr mir raus, da hinten holt ihr mir ein bisschen Force raus. Hm, da ist ziemlich dunkel, ne? Haben wir mal Fackeln hier? Mal was sehen hier. Naja, alles brauchen wir eh nicht, aber da kann man ein bisschen Kupfer rausholen. Holt man noch ein bisschen Kupfer raus. Der Lapis wäre noch gut, ne? Haben wir mal nix. Lapis haben wir, ich glaube, nur ein Stack, das ist relativ wenig. Haben wir da noch irgendwo? Na, Lava, das brauchen wir natürlich nicht. Hier haben wir angefangen, brauchen wir auch nicht. Das wird der Spaten, der hier unsere Kisten kaputt gemacht hat. Und hier noch gut raus. Ah, ich denke mal, vorerst reicht das, wie gesagt. Da haben wir kein Eisen mit, dann könnten wir gleich Flint and Steel bauen. Aber kein Problem, wir werden uns da gleich Eisen durchschmelzen. Wir haben jetzt sicher irgendwo Eisen, ne? Da haben wir Eisen. Schmelzen wir das gleich durch, dann können wir gleich ein Portal bauen. Einen Ofen bauen wir uns erstmal. Machen wir gleich 8 Stück. Egal. Öfenschaden nie, die werden wir sowieso irgendwann mal wieder bauen. Jetzt mal das durch. So, wo sind denn die Freunde der Berge jetzt? So, bring das alles in die Kiste, hopp. Da habt ihr das schon hier reingetan. 24, jetzt hat das reingetan. Seid ihr denn schon wieder? Ich sehe euch nicht. Zack, zack, zack. Hier, komm. Dahin. Bam, bam. Rein. Da ein Aluminium reingebracht. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich sehe sie schon wieder. Was ist das? Ferus, das holen wir uns raus. Ferus brauchen wir immer. Wenn wir ein bisschen aufpassen. Ne? Dieses gelbe Zeug natürlich, das braucht kein Mensch, das habe ich schon erzählt. Aber leider ist es trotzdem immer dabei, diese Sulfur. So, jetzt hoffen wir, dass das Feuerzeug so geht. Ja. Bauen wir 10 Obsidian,
Mehr brauchen wir nicht, wir werden schön sparen, weil Obsidian ist halt gar nicht billig, ne? So. Das Portal, wo bauen wir das auf? Das müssen wir gucken mal. Da müssen wir mal schauen, haben wir genügend Waffen? Ja, Waffen haben wir mit. Die Kisten haben wir reservehalber auch gleich mit. Leiter brauche ich nicht. Dirt brauche ich auch nicht. Ferus auch nicht. Davon nehmen wir uns einen Stack mit. Fackeln haben wir auch ziemlich viele. Lassen wir mal welche da. Das brauche ich nicht. Stein. Ah, vielleicht. Die Steine brauchen wir vielleicht. Nee, Stein braucht kein Mensch mehr. Obsidian, das. Forstwind, sicher. Ja. Gut, dann gehen wir mal rauf. Oh, nicht runter rauf, habe ich gesagt. Rüstung haben wir an. Eisen, das sieht man hier unten schön. So, Metallformer brauchen wir keinen. Nacht wird auch. Na egal. Aber wenn ihr schon da seid, könnt ihr das noch rausholen, das noch. Vielleicht mal das. Mann, keine Ahnung. Wenn ich das auch egal. Sollen sie glücklich werden. Aber wenn sie es machen, ist auch cool. Tun sie wenigstens irgendetwas. Während wir hier so raufstolzieren. Und mal gucken, wo wir das Portal hinbauen. Kurve ist ja. Wir werden das einfach hier hinbauen, da genau schön in die Ecke hier rein. Da, so. Da stört es dann keinen. So, 1, 2 haben wir hier noch. 2, 3 hoch. Kommt hier wieder zu. Dann wieder 3 hoch. Boah, Fackel wollte ich nicht. Bei Fackel können wir hier auch platzieren. So, und das werden wir dann hier nochmal schön zubauen. Damit hier keine Monster drin spawnen. Was machst du denn hier mal? So machen, dass wir hier alles Cobblestone haben. Dann schaut das ein bisschen anders aus. Wobei, schaut eh scheiße aus, ne? Da werden wir uns trotzdem hier mal schön Sand organisieren und das Sand drauf machen. Damit das wirklich schön zusammenpasst. Das sind Cobblestone, naja. Nicht gerade das Wahre, ne? Du musst da ein bisschen Sand klauen. So. Zack, zack. Da noch, hier noch. Das auch noch einigermaßen gut ausschaut hier. Dann können wir hier noch mit Sand auffüllen mal. So. Zack, zack. Hier noch ein bisschen Sand. Hoppla, hier. Du da weg, du kommst da hinten noch rein. Sandstein haben wir auch noch. Können wir auch noch ein bisschen. So. Ja, schaut schon ein bisschen besser aus. Da oben fehlt noch ein Sand. Ah, okay, super. So. Weil ich ja doch lieber hier das weg hätte, damit man das auch so halbwegs sieht. Hier noch den Stein raus. Vielleicht mal auch noch Sand rein. Ja, so schaut. Oh. Schaut schon ein bisschen besser aus. Da oben vielleicht nochmal so. Zack. Dich wollte ich nicht hier haben. Hier 2 Fackeln hin. Hier noch ein bisschen ausleuchten. Die Kurve hier. Zack. Wird hier nichts spawnt. Schaut gut aus. Jetzt versuchen wir unser Glück. Mit einem Flint and Steel. Zack. Und siehe da, es klappt. Das nehmen wir alles mit. Wobei Sand. Kannst du mal hier rein. Und wir gehen mal in den Nether. Nehmen wir gleich das Schwert in die Hand. Falls uns gleich ein Monster begegnet, können wir das gleich killen. So. Yeah. Zack, zack, ich kann Kung Fu. Wir haben hier schon schöne Ghostbäume. Lava. Glowstone, ah, ziemlich weit oben. Hier, das brauchen wir auf alle Fälle mal. Netherquarz. Das ist mal sehr wichtig, denn ohne Netherquarz können wir kein EW-Lager bauen.
Beziehungsweise wir bauen ja nur vorerst mal in dem E-Lager. Ich will ja dann sowieso, wie gesagt, noch umziehen. Aber im E werden wir auf alle Fälle brauchen für die ganze Köfterei und so weiter. Weil sagen wir mal, ohne im E geht heutzutage eh nichts mehr. Bei der Massen an Rohstoffe und so weiter, was man da hat. Wir müssen uns hier einen Homepunkt setzen. Ein Portalpunkt, Nullpunkt, Portal. Machen wir so grünlich. Back. Genau. Damit wir hier auch wieder hinfinden. So, da haben wir noch ein bisschen. Frage ist, wie viel werden wir wirklich brauchen? Problem ist, wir bekommen immer nur eins raus. Wir brauchen mal unbedingt ein Verzauberungs. Ah, wir haben ja einen Verzauberungstisch. 29 Level haben wir auch. Wir brauchen Bücher noch. Das heißt, wir müssen Leder organisieren. Wir brauchen mal Kühe und wir brauchen noch. Wie heißt das? Zuckerrohr, damit wir ein Bier bekommen. Dann braucht ihr, ich glaube, 20 Bücher oder sowas, oder? Für einen Verzauberungstisch. Na, mal gucken, das werden wir dann eh rausfinden.